Hey, schön, dass du reinschaust bei meiner Singleplayer-Kampagne von Baldur's Gate 3. Entschuldigung, ich sollte mich räuspern, bevor ich anfange aufzunehmen. Ich habe gerade ins Questtagebuch reingeschaut, weil ich ehrlich gesagt gar nicht mehr wusste, wo wir so stecken. Die Goblin-Priesterin haben wir anscheinend erledigt. Da sie ein Goblin war, musste sie sterben. Ja. Ja, genau. Eigentlich schon. Wir wollen die Geschenke-Krippe eigentlich finden. Weil wir sind ja als Geschenke unterwegs, also. Ich löse das hier mal auf. So, das mache ich mal kurz bei allen. So haben wir Schattenherz, Lauchi, das sind quasi wir, und Lisel dabei. So, und wir sind aktuell im Unterreich und wir sind Stufe 4. Ich freue mich schon, wenn wir nächsten Stufen erreichen, weil in dem anderen Spiel, wo ich ja Koop unterwegs bin, sind wir schon wesentlich weiter. Was uns jetzt natürlich einen Vorteil bringt, weil ich jetzt schon ein paar Sachen weiß, die wir vorher natürlich nicht wussten. Das macht das Ganze noch ein bisschen spannender. So, das will ich mal wegmachen hier. Und schlaf rein. Wobei ich. Naja. Schauen wir mal. So, wir könnten das Rätsel jetzt hier lösen. Wobei ich eigentlich gerne den hier klauen würde. Ich will ihn gar nicht runterschießen. Ihn gerne mitnehmen, aber ich komme nicht ran. Das ist halt das ist halt schade. Der hält auch nicht viel aus. Wir sind übrigens Beschwörer. Aktuell. Bin mir auch noch nicht sicher, ob ich das so lasse oder ob wir. Tja. Weiß es auch nicht. Wir haben den Geheimgang entdeckt, der in den Untergrund führt. Genau. Wir suchen das Nachtlied. Das wäre die Quest von Schattenherz, wenn ich das mal so spoilern darf. Also die ist sehr mit ihr verbunden. Ich würde sagen, gehen erstmal wieder hoch. One day I'll catch a break. Was gucken, was Inventar sind wir denn so dabei? Okay, wir haben einige Dinge noch nicht gemacht. Da haben wir den Punkt. Ich gehe mal ins Goblin Lager. Ich glaube, da haben wir schon aufgeräumt. Ich hoffe, wir haben das schon aufgeräumt, sonst wäre es jetzt nicht schlecht. Was haben wir hier für ein Quest-Ding? Suche im Goblin-Lager nach Halsin. Ach, den haben wir noch. Aber aufgeräumt habe ich schon. Dann retten wir erstmal Halsin. Gehen wir hier nochmal rein.
jetzt meine beiden Schwerter? Nee. Ist ja ein Schwert weggebracht. Wieso fehlt mir ein Schwert? Habe ich das gerade verschickt? Das wäre blöd gewesen. Jo, ich glaube, ich habe das gerade verschickt, ne? Ah, genau, hier. Da liegt schon so ein bisschen tot rum. Hier wird da alle hingelockt und dann zerlegt. Also, soweit ich weiß, war das noch nicht alles. Nehmen wir jeden Scheiß mit. Weil wir jedes Goldstückchen brauchen können, das wir irgendwo herbekommen. So, wo waren das Stück? Da geht's wieder raus. Hier müssen wir uns weiter umschauen. Da hätten wir zum Beispiel einen Goblin, der da relativ alleine steht. Was ist da unten los? Spinne. Aha. Ja, dann. Jetzt überlegen, wie wir das machen. Können wir ihn runterschubsen, ist die Frage. Ich glaube, hier könnten wir ihn runterschubsen. Das sind mehrere. Wenn wir, glaube ich, irgendwas unterwegs. Und hier irgendwo? Nee. Wie lange hält die? Weiß ich nicht. Die quasi hierhin beschwören könnte. So, hierhin. Ich spreche nochmal. Das ist die Glatte im Kampf. Aber zuerst dran. Das war schon ganz gut. Und unsichtbar ist er sowieso. Hat nicht gereicht. Jetzt wäre sie sichtbar. Und der Typ guckt in die Richtung, das ist schon. My face protects me. Keep your blade close. Raffinierte Aktion. Achso, das ist. Ah, deswegen kostenlos. Deswegen. Was ist denn Athletik eigentlich für ein Skill? Wer kann das besonders gut? Fertigkeit. Auftreten, Überlebenskonzentrierung und mehr Akrobatik. Hilft dir, Stößen zu widerstehen. Na gut, theoretisch könnte er ihn auch wegputzen jetzt. Stepping softly.
Rachen werfen. Das ist zu schwer für ihn. Der für ihn ist er zu schwer, aber für Lesel wäre ich nicht. Kurz zurück. Dann könnte Lesel ihn runterwerfen. Einfach nur so zum Spaß. Ich hoffe, er schreit nicht. Ja, alle sind oh, 70% zu hören. Gell, wir sind nicht mehr. Da nach unten. Einfach direkt vor die Spinne. Ja, wen haben wir uns jetzt sagen gedacht? Oh, der hat das mitgekriegt. Die Spinne gehört aber. Ist jetzt quasi grau. Don't mind me. Weil wir sie gefüttert haben. Okay. Bin noch nicht im Kampf. Ein sinnvolles Lernen, was uns gerade hilft. Da haben wir jede Menge tolle Sachen. Dimensionstür, da freue ich mich schon drauf. Erhöht deine Rüstungsklasse um 3 und... quasi dreimal ausweichen. Den Bo Yang. Könnte ich den irgendwie... Hat er nicht auch die... Nee, hat er nicht. Ich würde mich hier mal noch ein bisschen teilen. Off I go. Wer ist denn da hinten? Da ist noch ein Typ. Ach, ah, sein Blickfeld, okay. Sie das hier kaputt schlagen, ohne dass wir bemerkt werden. Das ist natürlich für eine Waffe. Fangschlinge denn? Achso. Okay. Offenbar nicht. Schade. Ja, macht nichts. Wenn wir die da drin angreifen. Werden wir uns wahrscheinlich noch mehr Gegner anlachen, so wie ihn da zum Beispiel. Aber wir könnten hier die Tür als natürlichen. Oh, da sind noch mehr. Vielleicht sollten wir uns lieber zurückziehen. Victory awaits. Und sie dann zu uns kommen lassen. Die Tür ist schon offen. Die ist zu, aber wahrscheinlich hat da irgendwer einen Schlüssel. Wenn wir jetzt hier positionieren und das hier quasi als Verteidigungslinie nehmen.
Versteck dich mal und zieh mich hier zurück. Jan kann sich auch verstecken und zurückziehen. Swift and lethal. So, okay. Don't want to think about why my eye is itching. Ihn. Lass ich mir noch. Lass ich mir noch notfalls als Notfall Ding außerhalb des Rampes. Warte mal, ich mach mal hier. Die Seite aus. Die Seite auch. So. Und bleibt der mal im Hintergrund. Bleibt mal hier vorne. Wobei der Sel schon hier ist, also. Erinnert sich ihn auch zurück. Hier hin. Just like old times. Komm ich von da? Ja, das war. Hello, you. Need to act fast. Kann sie noch laufen? Nee, sie kann gar nichts mehr machen. Was er jetzt? Ach, auf die Spinne zaubern noch. Ne? Mhm. Jetzt wird er erstmal gegen die Spinnen gekämpft. Ich bin hier raufklettern bestimmt, oder? Also wäre doof von der Spinne. Weißt du was? Wir bleiben mal hier. Ich komme halt doch noch. Should mind my step. If this isn't important. Quietly. Dass nicht tot bist. Oh, I should have worn better boots. Der Schirm ist außer Reichweite. Außer ich stehe mich jetzt hin. Schau mal, ja. Ja. Bin ich hin. Gut treffe. Ich kann da nicht durchlaufen. So, dann wäre er vielleicht schon tot. Ich probiere das. What do I have to lose? Ich
4 Schaden gemacht. So. Das hebe ich mir mal noch auf. Mal schauen, was jetzt passiert. Naja, auch jeder kommt da rum. Er klettert hoch. Auch darum. Okay. Ja, mal schauen. So. Es sind also nächstes dran. Der kommt erst ganz am Schluss, so ist gerade. Aber vielleicht dient er erstmal platt. Muss ein Vorteil gegen das Ziel sein? Okay. Könnten wir den denn treffen überhaupt? Und da. Das würde gehen. Just like old times. Das müsste im Nachteil sein. Aber wir sind doch versteckt. Ja, wir treffen jetzt besser, oder? Auch nicht. Ja, außerhalb der normalen Reichweite. Also, wo stellt er sich denn hin? Nein. Näher ran ist aber blöd. Wie viel Schaden mache ich? Ist nicht überragend viel. Survival is all that matters. Oh, er kann gar nicht. Die kommen dann da hinten durch. Soll er mal Swift is my feet can carry hier antreten? So rüber. Let's have some carnage. Ja, den kriegt mir nicht tot, den einen hier. Oder? Ah, warte, vielleicht doch. Vielleicht ja doch. Hard.
habe gerade mit den Schadenswürfen nicht so viel Erfolg. Jetzt ziehen wir uns nochmal ein bisschen zurück. So. So, die Hand könnte ja theoretisch nicht genug Bewegungspunkte. Sein will sie kommen. Jetzt könnte noch hochfliegen. Einen da. Sich an den vielleicht anschleichen. Und schleichen. Nein, ich hab... Verdammt, sie war ja schon... Oder? Jetzt ist sie nicht versteckt. Jetzt ist sie versteckt. Okay. Hoppala. Hm. Ach, ist ja schön. Die eine ist weg. Der eine. Die Riesenspinnen sind wieder geheilt. Nice. Wenn sie außerhalb des Kampfes sind. Das heißt, nächsten Goblin reinschmeißen. Das heißt, ich will Sel eigentlich einfach da drüben haben, beim Eingang. Dass ich die Goblins von da einfach packen kann und da reinschmeißen kann. Schleicht sie eigentlich? Ja. In my best interest. Wechsel mal die Waffe, bitte. Jetzt. Make way. So, dann schnapp ich den einfach und schmeiß ihn da runter. Sobald er um die Ecke kommt. Schau mal. Das so funktioniert. Die kommen alle durch die Tür, das ist sehr gut. Kann ich eventuell schon mal, muss ich darüber laufen, macht aber nichts, ich kann ja wieder zurücklaufen. No mercy. Ignis. On I go. So, wieder zurück. Zu nahen Rand. Und zur Ablenkung setze ich da vorne jetzt noch eine Waffe hin. Damit die Gegner erstmal auf die gehen. Wo will ich denn das hier hingehen? Hier. Mal da rein und renn da hin. Nein! Nicht zu mir, aber ist egal. Ich glaube, Lisel kommt an den Rand. Hm. Lisel kommt nicht mehr an.
Okay. Ich kümmere den einen oder anderen. Doch noch. Unterschubsen. Oder so viel. Hin. Einen Bogen drauf schießen auf den, ne? Ach, okay, der hält nur 7 aus. Wäre eine ganz gute Chance, dass wir den erledigen würden. Glaube ich liebe, was kommt da noch? Ich könnte ihn schlafen oder ihn auch. Also, wo war der denn? Der da? 10. Zurückschießen kann ich nicht. Immun gegen Schlafen, ah ja. Das macht das Ganze das schwieriger. Die Hand braucht noch ein bisschen, bis sie an ihn rankommt, fürchte ich. Aber sie könnte sich unbemerkt hinschleichen. Aber wenn ich hier rüber gehe, dann sieht er mich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich darf noch nicht. Ups. I wonder if this is worth the cost. Wenn ich jetzt hier hingehe, 14, dann habe ich fast meine gesamte Bewegungsding verbraucht und ihn dann runterschubse. To find a way forward. Jetzt erstmal so probieren. Würde keinen Zauber kosten. Na, Spinne? Reicht wieder mit ein. Reiche ich den da oben jetzt noch? Ah, warte. So. Ach, er ist immun geschlafen. Das wird entfernt. Für irgendwas, was weitergeht als 18? Nee. Aber ich weiß gar nicht, ob er mich da noch treffen kann. Wahrscheinlich gar nicht. Never a dull moment. Okay, dann. Shall we dance? Probieren wir das mal. Moment.
Ja, das sollte klappen. Another fight. Let's go. Okay. Der kann eigentlich noch. Den hinten kriege ich nicht aus. Schalte. Sie ist zur Welt entfernt und laufen kann man nicht mehr wirklich. Das ist ja nur ein minimaler Punkt, aber das reicht nicht. Doch! Nein. So, dann haben wir erstmal cool vor der. Schubsen geht vielleicht dann. Oh, wurde sie jetzt entdeckt? Die ist noch versteckt, sehr gut. So, Lizelle. Der wird wahrscheinlich zu schwer sein, ne? Aber ihn schubsen. Ja, schubsen würde gehen. Ich mich hier hinstelle und versuche da runter zu schubsen. Wie weit geht das? Schubsen. Ah, warte, ich kann ja auch das machen. Falls Schubsen jetzt nicht geht. Das will gehen. Ach, okay, oder auch nicht. Das hier hat funktioniert. Ich das jetzt nochmal probiere. My path be true. Speicher voll mal. Jawoll. Oh, das hat gerade schon Damage gemacht auch. Die Spinnen gleich wieder. Na dann. 55. Schattenherz trifft von. Also eigentlich trifft die nie irgendwie was gut, ne? Rohschüsse? 60, ne? Einfach mal drauf. So, der Stifter drin. Wo haben wir denn noch jemanden? Da ist noch jemand eingestiegen, oder? Ach, da hinten. Ah, das ist ein Fernkämpfer. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Und die Tür zumachen. Ich kann jetzt.
Tja, ne? Uiuiui, jetzt hau ich bin weg. Schwert könnte. Können wir runterschicken, um die Spinne zu unterstützen. Wenn. Nein. Um zu willen. Ich schick's mal hier rein. Nein, der klettert runter. Ach, schade. Ich hab die Zugriffe geschubst. Oh. Und der weckt ihn auch. Now they see me. Ach, Idiot, ich habe das normal genutzt. Wieso kostet das denn normalerweise ein Ding? Das war schlecht. Time to push my luck again. Okay, die ist aufgewacht. Der nervt ein bisschen hier. Hexenmeisterin, ne? Rot kriegen welche nicht. Einfach auf sie ein bisschen Damage machen. Another day, another fight. Gehe ich mal hier rüber. With haste. So. So, die Hand. Könnte eventuell hier runterfliegen. Wird jetzt entdeckt? Hier ist immer noch versteckt, sehr witzig. Schubsen. Ich sehe mal nicht genau, wo die landen. Ah, gar nicht so. Gar nicht so gut. What should I do? So, schon ein Herz. Hä? Jetzt geht's. So, sie runter schubsen bringt wahrscheinlich nicht viel, ne? Weil die Spinne eventuell von ihm geplättet wird.
Rasse. Will nicht, dass sie stirbt. Also noch nicht. Da komme ich nicht mehr ran. Wir können hier wieder hinter die Tür gehen. Wir könnten sie sogar zumachen. Ist aber nicht unbedingt in unserem Interesse. Außer er schießt jetzt dann auf uns. Ne. Das Risiko gehen wir mal ein. Weil andererseits... Ist auch egal. Eieiei. Da holst du dann schon rum, da. Was war das? So. Hat er Lizelle jetzt nicht auf dem Schirm gehabt oder wollte er dahin? Macht er nicht so richtig Sinn, oder? Tja, Ziehen eigentlich da unten treffen? Breathing, despite everything. Das ist ein Zaubertrick. Da muss ich hinlaufen. Als 85 und auf die Hexenmeisterin gehen, wer kommt als nächstes? Er und erst noch ganz am Schluss und dann da, der ist dann da dran. Vorher sind noch Schattenherz und Lizelle dran. Mach mal den Weg frei für Lizelle, oder? Naja, fast. There's blood in the air. Achso, ja, kann noch was machen. Das ist eine Bonusaktion. Das ja auch. Do
So, Mariant. Werfen gegen ihn nicht mehr. Schubsen. Das ist wahrscheinlich auch nicht mehr drin, ne? Könnte höchstens. Also ich würde gerne die Balken sehen. Ach, jetzt kriege ich einen Gelegenheitsangriff. Okay, dann hauen wir einfach. Juhu, Stärkewunsch ist weg. Hätte ich mal vorher gehauen und dann geschubst. Dann hätte es vielleicht funktioniert. Ja, der Ohrfeige. Schubsi, schubsi, schubsi. Was ist denn rumgeschubsi hier? Das lohnt sich einfach. Ach, er steht noch oben, Mist. Das sah gerade so aus, als wäre runtergefallen. So, vielleicht bewegt er sich ja weg und dann wird er von der Seelen wieder gemacht. Let's finish this. Jetzt haben wir einen Vorteil endlich. Spinne, schade. Oh, hey. Auf Lesil oder was? Nein. Meine Marianne. Die hat noch gar nichts gemacht. Dann. So, das sperrige Speer. Einfach hier rein. Ach, sehr schön. Hm. Du. Ich weiß halt echt keinen Unterschied, ob ich das oder das mache. Außer, dass das hier viel mehr Schaden macht. Ist auf jeden Fall weg. Nein! Wie geht das? 99%! Das war jetzt ja. Das war doof. On the hunt. Das war wirklich doof jetzt. Blood comes easy these days. Starin wurde von irgendwas entdeckt. Oh, Nervensäge. Immer noch nicht. Ich komm nicht ran. Ich will hüpfen, aber dann kann ich ihn nicht mehr hauen. Have to keep going. So, erstmal in Deckung gehen. So, jetzt schubst du den Kumpel mal hier. Bitte nicht auf der Sims, sondern einfach runter. Kann doch jetzt auch nicht so schwer sein, oder? Ja.
Ein EP haben wir für dich. You bow or you break. Na toll. Can't afford to let up. Ja. Den haben wir gleich. Schlicht das Eisen doch kaputt. So. Damit wäre er auch weg. Leave no trace. Where do I go from here? One day I'll catch a break. Dann haben wir noch die eine hier. Ach, das Speerauge ist out of sight, out of mind. Tja. Let's end this. Ja, mach die Tür. Time to strike. Sie schnappt sich jetzt den. Schmeißt ihn. Runter geht anscheinend nicht. Aber hierhin. In my best interest. So. Er. No choice but to keep going. Kann dahin und schubst oder? Breathe deep and move. Ah, schon. Werfen? Zu schwer. Machen wir das hier. Ist das Schockgriff nochmal? Kann nicht reagieren, ah, sehr schön. Victory awaits. Alle Säge noch hinspringen und ihn selber runterschubsen? Sehr. Ach ja, nein, da kannst du ja nicht mehr schubsen. Mein Fehler. Talk to me. Schattenherz könnte ihn runterschubsen. Ist das eigentlich kumulieren, das wenn liegen? Nee. Okay, nicht genug Dings. Das geht auch nicht. Ich mir selber einen Weg verbaut, naja. Ich mach das irgendwie umständlich, hab ich das Gefühl. Runterfliegen ist hier nicht mehr. Okay. Das sollte klappen. Let's get going. Sehr gut, wir können unsere Zauber wieder aufladen.
Und theoretisch eine kurze Rast machen, oder? There's an illithid parasite in that corpse. You should take a look. Das ist ein Wurf. Ach, ein Wurfschwert, da müssen. Flaggets will be done. Still breathing, despite everything. So, dann gehen wir erstmal hier außen rum. What path lies before me? Da unten liegt ja einiges. Womit wir die Spinnen gefüttert haben. Okay, den kriegt Astarion. Oh ne, okay, hab ich's auch genommen. Glaubensbrecher wäre was für Dings. Schattenherz, oder? Mit den Toten sprechen. Könnten wir lernen? Oh Mann, ich lerne. Ah ne, können wir schon. Können wir schon? Hier haben wir den drin, aber... Ach, wegen dem... Nee, das Tagebuch haben wir noch gar nicht. Ist doch nicht, dass ich lerne. Ach, wegen dritter Rad, okay. Schattenherz könnte diesen Hammer benutzen, im Umgang ungeübt. Achso. Kann er den benutzen? Ungeübt. Giselle hat was Besseres, glaube ich. Enough waiting. I crave blood. Is that blood? No, no. Ich schütte das mal Giselle kurz. Eager for battle. 6 bis 15, 6 bis 17. Sonst keine besonderen Merkmale. Okay. Dann verkaufen wir den einfach. Never a dull moment. Bei Gelegenheit mal. Light on my feet. Die kurze Rast können wir uns auch noch sparen. Es fehlt jetzt nicht wirklich viel Leben. Oh. Das nehme ich mal. Crave blood. What to do?
well. So, okay, ich glaube. Das war ein ganz netter Kampf. Oh, das sind Höhleneingänge. Und das wäre es dann jetzt erstmal auch wieder gewesen. Vielleicht kann ich ja demnächst mal wieder hier weitermachen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis... Nein, ich bin fest. Bis wir uns dann hier weiter bewegen können. Ich find's ganz cool, weil es ist jetzt schon wieder so viel Zeitabstand zwischen der Zeit, wo wir hier mit dem Koop-Charakter waren und jetzt. Das ist schon wieder richtig viel Bock gemacht. Und der Weg ist wieder ein ganz anderer. Und sich was sehen müssen wir nicht lernen, das können wir dauerhaft. Ja. So, ich speichere nochmal und dann. Gehen wir das nächste Mal hier rein. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.